Soziale Herkunft und Bildungserfolg stehen in Deutschland immer noch in engem Zusammenhang, trotz vieler Anstrengungen und Reformen. Gute Bildungschancen für junge Menschen zu erreichen, egal in welche sozialen Umstände sie hineingeboren wurden, das ist das Ziel. Schon sehr früh entscheidet sich, ob ein Kind später die Chance haben wird, aufs Gymnasium zu gehen, vielleicht gar das Abitur zu erwerben und dann später auf die Hochschule zu gehen. Man muss also früh anfangen, um denjenigen zu helfen, die nicht in einem Elternhaus groß werden, wo das schon von vornherein klar ist und wo alle, die Geschwister, die Eltern, die Großeltern, dahin arbeiten. Den Bundespräsidenten. Gleiche Bildungschancen für alle, das ist eine der tragenden Säulen, auf denen eine funktionierende Gesellschaft aufbaut. Das zu erreichen sei eine große Herausforderung, so Bundespräsident Joachim Gauck in seiner Rede. Wirkliche Chancengerechtigkeit darf sich nicht auf so etwas wie formale Gleichheit beschränken. Das ist der zentrale Anspruch, hinter den unsere Gesellschaft, besonders unsere moderne Einwanderungsgesellschaft, nicht zurückfallen darf. Bei gleichen Begabungen muss es gleiche Aufstiegsmöglichkeiten geben. Gauck betonte auch, dass die Akteure der Bildung gefördert werden müssen. Lehrer, Mentoren und nicht zuletzt die Eltern. Wie kann also eine chancengerechte Bildung gelingen? Das war die Kernfrage der anschließenden Podiumsdiskussion mit Vertretern aus Politik, Wissenschaft und Schulpraxis. Wir brauchen spezielle Unterstützung für Lehrerinnen und Lehrer, um in solchen Fällen, wo wirklich individuelle Betreuung erforderlich ist, zumindest zeitweise jemand zur Seite steht, der einem hier hilft, dass der Schüler oder die Schülerin Anschluss findet. Das geht, glaube ich, in der Zukunft wird es noch verstärkter Fall sein. Das könnten auch Sonder- und Förderpädagogen sein, die flexibel an einer Schule sind und eben solche Punkte mit aufgreifen. Besonders wichtig, eine möglichst individuelle Förderung aller Schülerinnen und Schüler. Ich habe auf jeden Fall wissbegierige Schüler, die mit unterschiedlichen Hintergründen zu kämpfen haben. Es gibt Schüler, die aus sozial benachteiligten Familien kommen. Und es ist eine Herausforderung zu schauen, dass alle Schüler, diejenigen, die viel Förderung brauchen, aber auch diejenigen, die auch noch Förderung brauchen und die, sag mal, normalen Schülern, dass sie alle zu ihrem Recht kommen, dass sie das finden, was sie benötigen innerhalb des Schulsystems. Mitreden, ins Gespräch kommen mit Experten und Menschen aus der Praxis. An 4 Dialoginseln verschiedener Stiftungen war das möglich. So informierte sich Bundespräsident Gauck bei der Zeit-Stiftung über erfolgreiche Lösungen für Bildungsübergänge von der Grundschule auf weiterführende Schulen. Das Projekt Weichenstellung der Zeit-Stiftung fördert Schüler, Lehrer und Eltern in Hamburg und Baden-Württemberg. Seit diesem Herbst werden auch verstärkt Flüchtlingskinder von Mentoren auf ihrem Bildungsweg begleitet. Alle Mentees, die hier mitmachen, sind eigentlich Kinder, die das Potenzial haben, sehr viel aus ihrem Leben zu machen. Das heißt, wir versuchen dann auch, die Schüler nicht nur zu fördern, sondern auch zu fordern, noch mehr zu erreichen und aus ihren Potenzialen noch viel mehr rauszuholen. Und unser Job ist dann halt, ganz viel Methodentraining zu machen, Lesestrategien herauszufinden, aber auch über den Alltag zu sprechen und über aktuelle Ereignisse, wie jetzt zum Beispiel den Flüchtlingsstrom. Die Robert-Bosch-Stiftung unterstützt Schulen mit Vorbildwirkung und zeichnet sie jährlich mit dem Deutschen Schulpreis aus. Außerdem werden im Rahmen des Projektes School Turnaround 10 Berliner Problemschulen in ihrem Veränderungsprozess begleitet. Bei der Stiftung der Deutschen Wirtschaft stehen die Lehrerinnen und Lehrer im Fokus. Sie zu verantwortungsbewussten pädagogischen Führungskräften auszubilden, ist das Ziel. Sprache ist der Schlüssel für gesellschaftliche Teilhabe. Die Stiftung Polytechnische Gesellschaft fördert deshalb eine kontinuierliche Sprachbildung in Deutsch für Kinder und Eltern mit Migrationshintergrund. Die Sprachförderung einwandfrei, das haben wir ja auch nun von allen gehört, von dem Bundespräsidenten, der das ja hervorragend herausgearbeitet hat. Und die Sprachförderung und dann vielleicht die Betreuung, die außerschulische Betreuung der
Jugendlichen, der Kinder, der Schüler, der Zuwanderer. Das halten wir für, wir sind selber Vertreter einer kleinen Bürgerstiftung und halten das für also außerordentlich wichtig und haben ja auch ordentlich Impulse bekommen. Ich glaube vor allem das Strukturelle, also die Ressourcenverteilung von Mitteln, die Ausstattung von Schulen, wenn man sich in Hamburg mal anguckt, wie schwierig das gerade ist, wirkliche Prinzipien von Inklusion in Schulen umzusetzen, da fehlt es auf jeden Fall. Und der zweite Punkt ist, dass auch in der Lehrerbildung viele Defizite sind und wir da an ganz bestimmten Stellen nachsteuern müssen. Auch eine große Herausforderung ist die Sturheit der deutschen Mitbürger, wenn ich das mal so sagen darf. Da ist es, gilt es anzusetzen, dass all diese Menschen, die jetzt gefördert werden sollen, dass sie auch als förderungswürdig anerkannt werden. Wir haben versucht zu vermitteln, dass Lehrer halt einen viel mitbringen müssen und dass es bestimmte Dinge gibt, in denen Lehrer noch besser unterstützt werden können. Und wir denken, dass viele Dinge in Schule verbessert werden können, vor allem auf der strukturellen Ebene, sodass man Lehrer eben auch so entlasten kann, dass sie mehr Pädagogik machen können. Ideen, Denkanstöße, Lösungsvorschläge beim Bildungstag der Zeitstiftung auf dem Weg hin zu einer chancengerechten Bildung.